Ansonsten ist hier nix. Ja, komm, speichern wir nochmal. Man kann ja nie genug. Tempel des Orakels. Ja. Bitte speichern. Speichern abgeschlossen. So. Leben benötigen wir nicht. Allerhöchstens etwas Magie. Und was geht hier ab, ey? Bombs. Geht bei euch noch was? Nein, natürlich nicht. So, hier kommen noch mehr Gegner. Hey! Wie machen. Und dann sterben sie nämlich alle. Und das finde ich ganz lustig. Also sterben ist lustig, wenn andere Leute sterben. Na, so. Wisst ihr Bescheid? Mein Gott, Leute. Jo, Helikopter. So, zack. Leute, Leute, Leute. Um die Ecke laufen. Jawohl. Da oben hängt sie ja. Kratos! Kratos! Hilf mir! Ah! Eben hing sie da aber schon am Seil. Schnell! So. Und nun, ist das ganz... Nee, noch nicht. Genau. Oder? Nee, stimmt noch nicht. Hier sieht man natürlich sofort, kann man bewegen. Was ich genau machen muss, weiß ich nicht mehr. Wow. Kratos, schnell! Ja, richtig ab. Erstmal hier die Lage überblicken. Ich bin mir nämlich nicht mehr ganz sicher, was ich tun muss. Also hier haben wir schon mal was zum Öffnen. Hallöchen. Aber bitte aufmachen hier. Kokonauge. Einmal schnell opfern. Njau, 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 njau. Jawohl. Ja, genau. So. Finde einen Weg zu mir hinauf. Ja, komm. Auf der Tür ist ein Schloss mit dem Symbol des Orakels. Nur das Orakel von Athen kann diese Tür öffnen. Ach, so ein Kack. Warum lässt sie sich nicht einfach fallen, während ich drunter stehe? Hallo, ich bin Kratos, ich kann das. So. Dann wünsche ich mir bitte mal so. Ich weiß nicht genau, was ich machen muss, also. Ich hab's wieder ein bisschen vergessen. Nee, keine Lust. Ach ja, genau. Das ist eine Plattform, wie man das gerade so sieht. Und ich glaube, diese Plattform ist kleiner. Oder ist da noch was dran? Ich weiß es gerade gar nicht. Muss ich gucken. Ach nee, gar nicht wahr. Da war ja was. Ah, ja richtig. Jetzt erinnere ich mich. Und zwar... Ja, nein, sag nicht so etwas. Boah, Himmel, Herrgott. So. Stark. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Wie komme ich wieder hoch? Kratos, hol mich runter! Ich hole dir gleich einen runter. Mir. Dir nicht. Du kannst. Ich weiß gar nicht mehr, wie kommt man da hoch? Scheiße. Ja, ich weiß doch, Mensch. Hilf mir, Kratos, bitte! Ja. Das ist ja nicht so schön hier. Was machst du denn? Ich bin hier oben. Hä? Ach. Ah. Okay, das ist der Fahrstuhl. Ich dachte schon. Scheiße. So.
So, wir haben hier jetzt einen Doppeldecker. Verdammt. Einmal hinter bitte. Hinten. Und ja, natürlich auch so. Ach, mein Gott. Wie die rummeckert hier. Lalala. Ach, ist schon richtig. Gut, dann wollen wir hier hoch. Nein. So. Oh, Kratos, ich rutsche. Beeil dich. Mhm. Ich kann dir helfen. Wir können Athen retten. Aber du musst dich beeilen. Ja, ja, ich weiß schon. Schön. Klettern Sie an den Blabla. Ja, ja. Na los. Ich habe, wie man sieht, unten einen Timer laufen. So, dann haben wir hier lang, einmal an den Rand und springen und hoch und so und zack. Was? Tot. Ja, ja, komm. Versagt. So. So, da muss ich anscheinend einen Doppelsprung machen. Hin. Ach, quatsch nicht rum, Oma. Nach ganz oben. Schwing, schwing dein Ding. So, auf dem Weg ein bisschen was abgriffeln. Ja, ja, schöne Phönixfeder. So, und jetzt mal ein bisschen. Ich kann mich nicht. Oh, oh. Länger festhalten. So. Und zack. Bombs. Und damit leitete Kratos die Ereignisse ein, die zu seinem Niedergang führten. Kratos, wie ist Athene, Pharossa? Aber du bist spät. Vielleicht zu spät, um Athen zu retten. Oder kommst du, um Athen zu retten? Nein, ich kann! Wir dürfen nicht aufhören! Und als das Orakel in seine Seele blickte, sah sie sowohl Bestie als auch Mann. Einst Hauptmann der Armee Spartas, begann Kratos mit nur 50 Soldaten. Doch bald schon scharte er Tausende um sich. Sein Vorgehen war brutal, aber wirksam. Trunken vor Macht, von allen gefürchtet, fast allen. Allein sein Weib hielt seinem Zorn stand. Wie viel ist genug, Kratos? Wann wird es enden? Wenn der Ruhm Spartas in der ganzen Welt erklingt. Der Ruhm Spartas. Du tust es doch nur für dich. Sein Verlangen zu erobern war grenzenlos. Doch was er verlangte, sollte ihn am Ende verzehren. Bei den Göttern, warum schickt Athene einen wie dich? Bleib aus meinem Kopf! Wähle deine Feinde weise, Kratos. Mit roher Kraft allein kannst du Ares nicht zerstören. Es gibt nur eine Waffe, mit der du einen Gott töten kannst. Die Büchse der Pandora, fern der Mauern Athens, verborgen von den Göttern jenseits der Wüste im Osten. Aber sei gewarnt, Kratos. Viele machten sich auf die Suche nach ihr. Keiner kehrte zurück.